Den österreichischen Zapfenstreich. Für jeden Teilnehmer und Zuhörer hat das große Erlebnis das Besondere, das Einmalige in sich. Jeder Mensch fühlt sich gleichermaßen angesprochen und ist beeindruckt von der Würde, der Größe und inneren Ruhe dieses feierlichen Zeremoniens. Der Name Zapfenstreich stammt aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. In den damaligen Feldlagern ging es manchmal ziemlich laut und lustig zu. Damit zu gegebener Zeit im Lager am Abend die Ruhe einkehrte, wurde vom Lagerkommandanten ein Humormeister eingeteilt. Dieser hatte den Auftrag, zu genau festgesetzter Stunde für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Als Zeichen seiner Würde trug dieser Mann einen Stock, mit dem er an den Zapfen des Weinfasses schlug. Ab diesem Zeitpunkt war der Ausschank verboten. Diese Amtshandlung wurde Zapfenschlag oder Zapfenstreich genannt. In den ständigen Garnisonen der altösterreichischen Regimenter bildeten sich der Brauch, dass eine Trommlergruppe durch die Straßen zog und mit diesem Schlagen des Zapfenstreichs den Soldaten die Heimkehr befahl. Später wurde statt der Trommlergruppe ein Signalhornbläser eingesetzt. Dieses Signal nannte man den kleinen Zapfenstreich. Die Entwicklung, die von der Signalmusik über die erste Stufe der Marschmusik zur heutigen konzertanten Blasmusik führt, hat der Zapfenstreich im gewissen Sinne mitgemacht und dass heute wohl jede Nation ihren großen Zapfenstreich hat, der nur zu ganz besonderen Anlässen gespielt wird. Der große österreichische Zapfenstreich, den Sie heute und hier hören, beinhaltet traditionelle Melodien und historische österreichische Militärsignale, welche von der derzeit amtierenden Militärkapellmeistern und zu einem großen geschlossenen Tongemälde zusammengefasst wurde. Den ersten Teil beinhaltet im Wesentlichen den historischen Marsch aus dem 17. Jahrhundert und das Signal Zapfenstreich, sowie die beiden Traditionsmärsche Prinz Eugen Marsch und O du mein Österreich. Der zweite Teil bringt religiöse Melodien.